bisschen Geld verdient, eigentlich von Anfang an, nicht, kann man sagen. Nicht? Das, war der optimale Studentenjob. Eigentlich, darum haben wir gesagt, im Jahr 94 haben wir das erste Mal ein Geld nicht mehr gekriegt. Da haben wir gespielt dort Geburtstagsfeier von meinem Großvater. Es ist halt wienerisch, hol oder roh, ein Witz, ein Kern, so reden die Leute in der Wien. Da haben wir beim Heiligen Lothar gespielt, beim Heiligen zum Weinstock, den es nicht mehr gibt, schon lange nicht mehr gibt, der Ort nicht. Haben wir in Köln unten gespielt und haben dann eine Pause gemacht und sind aufgegangen zu Budel und haben dort einen Spritzen getrunken. Worauf eine ältere Dame auf uns zukommt und sagt, ihr spielt so schön. Geht, ich hätte einen Wunsch. Kennt ihr vielleicht, wenn es Messing schön glanzt? Und das kennen eigentlich gar nicht einmal so viel. Und wir haben zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 20 oder 30 Lieder im Repertoire gehabt. Ja. Die haben wir da gar nicht gehabt. Mhm, genau. Aber das Leibende ist das, haben wir gehabt. Und wir natürlich, wie die Meistersinger von Nürnberg, sagen, na freilich, eine Frau, die spielen wir ihnen. Die Frau, das kann ja jeder. Das war aber ein reiner Zufall, dass wir das genau haben. Und dadurch eben diese 25 Jahre, das war letztes Jahr im Oktober 25 Jahre. Ne? Was haben wir gekriegt? 20 Schilling, gell? 20 Schilling haben wir gekriegt. Das war das erste. Das ist aber der Beginn. Und dann haben wir als Studenten das schon geschätzt, weil natürlich, das waren nur Vorteile. Mhm. Wir waren beim Heurigen, wo wir sowieso gewesen waren. Dann haben wir dort ein Spiel kennen, was wir auch gern gemacht haben. Dann haben wir dort ein bisschen Geld verdient. Und wir haben für Essen und fürs Trinken nichts zahlen müssen. Ein Traum. Ja, irgendwann kommt dann die Realität in den Kopf und sagt, das geht so nicht auf Dauer weiter. Aber so hat das begonnen. Und ich glaube, vor 15 Jahren sowas war das. Wir waren beide dann selbstständig schon. Ja. Also haben beide Firmen gehabt. Und wir haben halt immer nebenbei gespielt. Und dann, ungefähr 15 Jahre muss das her sein, da ist einfach zu viel geworden. Und dann haben wir gesagt, das ist entweder hören wir jetzt auf oder wir machen es ganz. Und früher haben uns die Leute immer eingeredet, Musiker ist kein Beruf, das macht man nicht, das tut man nicht. Und wir waren so blöd, dass wir auf alle gehört haben, muss man auch dazu sagen. Und haben ihn dann, kannst du sagen, 10 Jahre verschissen, dadurch, dass wir eigentlich nur halt was gemacht haben, was auch leibend war, aber nicht unsere Berufung war. Ja. Und wir haben dann gesagt, wenn der Herrgott das so will, nicht? Weil nach 10 Jahren, es ist einfach so viel zu spüren gewesen. Und dann haben wir gesagt, nein, dann machen wir es ganz. War finanziell natürlich ein Rückschritt, keine Frage, aber war uns wurscht. Weil wir haben auf einmal das gemacht, was wir immer machen wollten. Und ja, hat sich auch etabliert. Wunderbar. Aber das Musikbusiness, das haben wir uns erarbeitet. Das hat uns ja keiner was gesagt. Und wie gesagt, Google hat es noch nicht gegeben. Wir haben nicht gewusst, wie ist das mit der AKM oder wie ist das mit Auftritt, was verlangt man eigentlich, wenn man was spielt, wie lange spielt und wie sind so die Regeln in dieser Szene. Das haben wir eigentlich hart erarbeiten müssen. Es hat eine ganz kleine Anzahl an Mentoren gegeben, die uns ein bisschen unterstützt haben dabei. Du kannst dann einer Hand anzeigen. Kommen wir mit einer Hand aus. Ja. Und die anderen verkreuzen alle, nicht? Weil die haben uns alle auch reinlassen. Das ist ja das so. Wir schauen schon, dass man ehrlich gesagt, das waren einmal junge Nachkommen, was bis jetzt leider nicht so der Fall ist, aber wenn. Also ganz ehrlich, ich erzähle ihnen all das, was ich weiß, weil mir ist wichtiger, dass das Wiener Lied wieder halbwegs erblüht, als dass ich das für mich zurückhalte. Das ist eine schwachsinnige alte Einstellung. Ich bin ein echtes Wiener Kind, in Erdberg bin ich zaus. In Lerchenfeld, in Lottergring, da kenne ich mich gut aus. Beim Heurigen in Ostdorf oder draußen in Herneuß schreit oder Servus, wenn ich komm, den keiner tut mehr aus.